Ein neues Video, meine Lieben, zum Thema Germany's Next Topmodel 2023. Endlich ist es soweit. Die Best-Ager-Models rücken nach und eigentlich könnte alles so schön sein, weil ich erinnere mich daran, dass die letzten Wochen alle geschrieben haben, wo bleiben denn die Models, wo bleiben die Models, und jetzt sind die Models bestätigt und es gibt nur negatives Feedback. Und was alles bei Instagram geschrieben wird, das besprechen wir in diesem Video. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid heute zu dem Thema Best Ager Models. Es gibt mega viel Kritik im Netz und wenn ihr mal Bock habt auf was Positives, ja, dann guckt euch auf jeden Fall das Video mit meinem Freund an. Ich habe ja so einen persönlichen, privaten Urlaubsvlog hochgeladen. Wird insgesamt 3 Teile geben. Der erste Teil ist online. Klickt's an, checkt's ab, habt Spaß, gönnt euch. Ich weiß, ihr wollt immer mal so ein paar private Einblicke haben und jetzt habt ihr sie endlich. Jetzt reden wir aber erst nochmal über das eigentliche Thema, denn wir haben sieben Folgen gewartet, eigentlich fast 8 Folgen, wir sind ja erst ab 8 da, aber 7 Folgen gewartet. Wir haben 7 Wochen gewartet, die Kandidatinnen nicht, weil ne, eine Woche ist nicht eine Folge, wissen wir. Genau, und jetzt wurden die Kandidatinnen veröffentlicht und eigentlich dachte ich so, okay, jetzt müsste doch alles gut sein, weil ich mich daran erinnere, dass sie immer geschrieben haben, die Leute, wann kommen die denn, wir wollen, dass sie endlich kommen, wann kommen die. So, dann hat ProSieben dieses Reel veröffentlicht und jetzt gehen wir mal Kommentare lesen, würde ich sagen, meine lieben Freunde, ja. Denn diese Kommentare waren irgendwie gefühlt fast nur negativ und ich dachte mir so, ich verstehe es ehrlich, also ich verstehe bestimmte Aspekte der Kritik. Ja, das kann man ja jetzt sich auch nicht schönreden, aber ich dachte mir so, Leute, es ist eine Show, einfach nur eine Show, es ist Spaß, es ist Fun, es ist Unterhaltung und wir gucken uns doch mal an, was da so geschrieben wurde. Das war nämlich das Reel, wo die Kandidatinnen sich vorgestellt haben oder besser gesagt haben, ja, ich bin, keine Ahnung, Lieschen Müller und bin 63. Ja, es ist keine 63-Jährige dabei, aber ich sag euch mal, wie es ist. So, natürlich die ersten sind so okay. Dann Zoe. Zoe, ihr wisst, Kandidatin, die in Folge 4 ausscheiden musste, schreibt, next time können die ja direkt ins Finale kommen. No front an die Damen, aber schon harter ab, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Hier schreibt eine GNTM-Fanseite, ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Auf der einen Seite ist es schon irgendwie unfair gegenüber den anderen, weil der Wettbewerb ja folgenmäßig schon bis dato fast die Hälfte geschafft ist. Andererseits freue ich mich auch irgendwie darauf, weil es einfach frischen Wind reinbringt und ich denke, dass die ein oder andere echt gut sein wird. Finde ich sehr schön sachlich dargestellt, verstehe ich auch. Also, ne, die sind ab Folge 8 dabei, insgesamt 18 Folgen wird die Staffel beinhalten. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der frische Wind der Sendung nicht schaden wird. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich jetzt so auch ein bisschen diese Aspekte durch diese Best-Ager-Models vermisst habe. Ne? Das hatten wir in der letzten Staffel. Hier schreibt eine, ich finde super, dass die älteren Damen endlich dazukommen. Ich meine, sie holen alles nach und kommen nicht einfach so dazu. Finde das gerecht und bringt Schwung in die Runde und neue Konkurrenzen. Also mit alles nachholen weiß ich jetzt nicht, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, dass sie das Setcard-Shooting nachholen. Das war's aber, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle Shootings nachholen, dass sie alle Videoshoots nachholen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, ja. Hier schreibt Schwuppenexpress. Ich verfolge GNTM Echtzeit Staffel 2 durchgehend jedes Jahr mit viel Freude. Aber dieses Jahr ist es wirklich so extrem langweilig. Ich schaue die Show über Join und spule so oft vor, das hätte ich bei den alten Staffeln nie gemacht. Würde mich nicht wundern, wenn die Produktion dies nicht selber weiß und deswegen dann die Nachrückerinnen ins Spiel kommen. Mal sehen, was das noch wird. Ich glaube, das kommt einem oft so langatmig vor, weil ja viele Sachen vielleicht auch nicht so krass gezeigt werden und weil natürlich die Sendung auch unglaublich lang ist. Und dadurch setzt dieser Effekt ein, dass man spult. Also teilweise ohne Sendung. Ich habe so einen Online-Videorekorder, ich lade mir die Sendung dann immer runter, das ist ohne Werbung. Die Folgen gehen teilweise 2 Stunden oder manchmal 2 Stunden 20 Minuten. Das ist ohne Werbung. Früher ging die Sendung 1,5 Stunden. Und das verstehe ich. Ich habe aber das Gefühl, wir haben weniger Inhalt auf mehr Sendezeit. Nehmen wir doch mal die Folge mit den Elevator Boys. Wir hatten das kurze Training, wir hatten den Videoshoot und wir hatten die Entscheidung.
Mit dem Walk und dann der Entscheidung, das ist mir zu wenig Inhalt für die lange Sendezeit. Und ich glaube, dass das, was mit dem Gefühl der Leute macht, dass die Leute dann sagen, ja, das ist mir aber zu langweilig, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Hier schreibt jemand, naja, um es fair zu halten, hätten die spätestens in Folge 4 dazu stoßen sollen. Hier schreibt jemand, ich hoffe einfach nur, dass keine von den neuen ins Finale kommt, nicht so fair. Das finde ich zum Beispiel schade. Also, warum sollen die denn nicht ins Finale kommen? Ich meine, die müssen sich ja noch viel krasser beweisen, weil sie haben keine Anlaufzeit. Sie steigen fast in der Mitte ein. Ja, also deswegen jetzt würde ich das sagen, dass es unfair ist, wenn da jemand ins Finale kommen würde. Ja, hier schreibt jemand, ich finde, man sollte ihnen eine Chance geben, können ja auch nichts dafür und sind ja schließlich noch 11 Wochen, um sich kennenzulernen. Genau, das habe ich gesagt. Ja, hier schreibt jemand, also ich bin gespannt auf die Neuen, weil ganz ehrlich, das ist die schlimmste Staffel ever. Man fragt sich ständig, ob auch nur eine der Mädels jemals eine Folge von GNTM gesehen hat. Laufen konnte kaum eine, wirken gelangweilt und nehmen das irgendwie überhaupt nicht ernst. Jeder Entscheidungswalk war eine Katastrophe, weil die Mädels an einfachen Aufgaben scheitern. Für den Zuschauer leider eher belustigend. Ich habe alle Staffeln gesehen und hatte immer Favoriten, diesmal leider überhaupt keine dabei. Schade irgendwie. Hier schreibt eine, braucht keiner mehr, viel zu spät, wenn jetzt eine gehen muss wegen eines Nachzüglers, finde ich das unfair. Die anderen Mädels haben bis jetzt mehr geleistet als diese. Ich weiß, was damit gemeint ist, ich verstehe auch den Ansatz, aber ich denke mir halt immer so, also es muss ja immer eine Kandidatin gehen und wenn jetzt eine geht als Beispiel, dann wäre die vielleicht ohne die Best Ager Models eine Folge weitergekommen, aber das hätte ja auch nicht so viel verändert. Wir sind ja noch nicht bei der Top 10. Also wisst ihr, was ich meine? So, ich weiß, dass die Kandidatinnen immer so persönliche Highlights haben, so wie Finale, Top 5, Top 10, Top 15, ich glaube Top 15 sind wir jetzt schon. Aber ich glaube jetzt, also es wird ja immer so dargestellt, als ob das einen gravierenden Unterschied gemacht hätte. Ich glaube, dass es keinen gravierenden Unterschied macht, weil die jetzt auch nicht die Best-Ager-Models never ever einfach 5 Folgen dabei haben werden, bevor sie anfangen auszusortieren. Ich glaube, dass da relativ schnell aussortiert wird, ja. Also was schreiben wir noch? Das Einzige, was ich nach wie vor etwas komisch finde, ist, dass es gleich bei 6 Models auf einmal zu einer Verspätung von circa 1 Monat kam. Dass es hier und da mal eine Nachzüglerin gab, die 1 Woche oder 10 Tage später kam oder dass in Folge 2 oder 3 noch mal ein paar dazu kamen, ist ja verständlich. Aber 6 Stück 1 Monat später, nur wegen Einreiseproblemen, naja. Ich denke, es wird für Spannung und frischen Wind sorgen und die Best Ager fand ich zumindest letztes Jahr sehr unterhaltsam, ja. Mal gucken, ob ich noch was finde. Ja, es ist halt immer so, dass die Leute schreiben, es ist zu spät, es ist unfair. Hier schreibt eine, ich dachte halt für jeden die gleichen Gegebenheiten, aber die haben eine Extrawurst, eigentlich schade. Hier schreibt jemand zum Beispiel, finde es eigentlich für die Nachzügler am unfairsten, weil die ja nicht ewig bleiben werden und ihnen dadurch auch ständig vorgehalten werden wird. Frag mich echt, was sich die Produktion dabei gedacht hat. Finde es etwas unangebracht, die kämpfen seit 6 Wochen für den Platz, den die direkt bekommen. Wo waren die denn so lange? Ja. Also ihr seht, es wird viel geschimpft. Ich kann es verstehen, aber ich hoffe trotzdem, dass es den frischen Wind reinbringt, den wir uns alle wünschen. Gerade nach der letzten Folge, sorry an dieser Stelle, können wir, glaube ich, sehr stark frischen Wind gebrauchen. Und ich verabschiede mich jetzt auch erstmal. Wenn ihr frischen Wind wollt, wie ich schon gesagt habe, guckt gerne das erste Urlaubsvideo mit meinem Freund an. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß an diesem Video hattet, vielleicht an diesem Urlaubsvideo. Ich bin sehr gespannt jetzt auf euer Feedback. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich. Sage bis zum nächsten Mal in diesem Sinne. Auf Wiedersehen.